Hallo, liebe Freunde der gepflegten Retro-Unterhaltung. Schön, dass ihr wieder mit reinschaut. Ja, wie letztes Mal schon angekündigt, werde ich mich heute dran machen, den Amiga 500, den wir letztes Mal schön sauber gemacht haben, wieder zusammenzubauen und mal zu gucken, ob das gute Stück dann auch wieder funktioniert. Aber wie letztes Mal schon erwähnt, es gibt ein paar Startschwierigkeiten, aber es ist nichts Schlimmes, nichts, das man nicht wieder beheben könnte. Wir sehen hier, einmal eingeschaltet, aber die Power-LED blinkt. Okay, macht nichts. Machen wir erstmal mit dem Netzteil weiter. Ich habe ja schon gesagt, ich habe letztes Mal das Netzteil auseinandergebaut und habe es getestet. Einige Spannungen oder die minus 12 Volt, das sind nicht mehr wirklich minus 12 Volt, sondern nur noch minus 9,6. Ich habe jetzt gar nicht lang rumgemacht, habe mir gedacht, okay, schau doch mal, ob du ein neues Netzteil auf Amazon oder bei sonstigen Händlern findest. Und tatsächlich, es gibt da was von der Firma MW. Die haben ein passendes Netzteil mit plus 5 Volt, plus 12 Volt und minus 12 Volt. Die Power Ratings, also die Ampere, die es liefert, sind zwar knapp bemessen, aber ich habe es jetzt ein halbes Jahr laufen gehabt, also natürlich nicht am Stück, aber der Rechner ist ein halbes Jahr in Betrieb und es hat bis jetzt alles funktioniert. Die Kabel sind hier etwas kurz, darum drehe ich das ganze Netzteil nach rechts und verlängere dann nur die Primärseite. Wir machen hier uns schon mal unseren Schrumpfschlauch drauf, damit wir dann am Ende nicht wieder vergessen. Beim Abisolieren darauf achten, dass wir wirklich nur die Isolierung abziehen und nicht die Kupferlitzen im Inneren verletzen. Nach dem Abisolieren alles schön verzinnen, dass wir dann die Kabel gleich anschließend zusammenlöten. So, jetzt hier zusammenlöten. Und na klar, dass es keine Kurzschlüsse gibt, hier den Schrumpfschlauch drüber ziehen. Jetzt den Schrumpfschlauch mit dem Lötkolben etwas erhitzen, dass er schrumpft, oder ihr könnt natürlich auch ein Feuerzeug benutzen. So, ich habe das Netzteil jetzt so gedreht, dass die Anschlüsse auf der Sekundärseite sind, also auf der Seite, wo das Kabel zum Amiga abgeht. Jetzt setzen wir das Teil mal ein und gucken, ob es auch wirklich reinpasst. Ja, passt. Ich lege es jetzt alles erstmal so provisorisch hin, guck mal, ob die Längen passen, wenn nicht, abschneiden und nochmal die Kabelenden neu verzinnen. Ansonsten kann man jetzt erstmal die Primärseite, also sprich die Seite mit den Netzanschlüssen, schon mal anschrauben. Wenn ich das Netzteil dann im Gehäuse befestige, werde ich noch sehen. Wahrscheinlich werde ich einfach ein paar Abstandshalter reinsetzen und das Ding dann festschrauben. So, jetzt nochmal gucken auf festen Sitz. Ja, alles fest. Okay, jetzt noch den Neutralleiter anschließen. Okay, jetzt schließe ich noch die Primärseite an, das erspare ich euch aber. Hier nochmal die Übersicht, wie ihr welches Kabel wo anschließen müsst. Gut, dann schalten wir das Teil mal ein. Und wie schon erwähnt, ein grüner Bildschirm. Also der Rechner fährt nicht richtig hoch. Und die Power-LED blinkt. Was könnte das sein? Schauen wir doch mal im Internet, ob wir da was Sinnvolles finden. Und gucken mal auf die einschlägigen Forenseiten. Hier haben wir doch schon was. Amiga 500, grüner Bildschirm, Power-LED blinkt. Amiga 500, Revision 5, blinkt, Power-LED und grüner Bildschirm. Das klingt doch schon mal vielversprechend. Agnes drücken? Mal gucken, ob es da noch irgendwelche Einträge gibt. Ah, was haben wir denn hier Schönes? Einmal raushebeln mit einer PLCC-Zange und wieder einsetzen. Wenn wir Glück haben, funktioniert es wieder. Ja, das probieren wir am besten gleich mal aus. So, den Kollegen hier vorsichtig rausgehebelt. Ja, na komm. Ja, genau, super.
etwas Kontaktspray auf die Kontakte des Sockels. Und dann den Ecknis wieder eingesetzt. Und jetzt Daumen drücken und Power on. Jo, das sieht doch schon viel besser aus. Was sagt der Bildschirm? Grau, weiß, perfekt. Ja, es funktioniert. Klasse. Dann gucken wir doch gleich mal, ob auch ein Spiel bootet. Stunt Car Racer, ich habe es geliebt. Man sieht es hier zwar nicht, aber das Bild ist ziemlich dunkel. Ich zeig's euch mal hier. Das ist die Originalhelligkeit, die man tatsächlich auf dem Bildschirm sieht. Irgendwie alles etwas zu dunkel. Ich glaube, wir haben ein neues Projekt gewonnen. Okay, dann machen wir uns doch bereit und gucken uns das dann das nächste Mal an. Bis dahin, euer Dr. 64. Ach so, bevor ich es vergesse. Ihr könnt natürlich gerne den Kanal abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne einen Kommentar da oder einen Daumen hoch. Ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Dr. 64.